Tierverein Die Naturfreunde wurde bereits Ende des 20. Jahrhunderts gegründet und verstand sich schon immer als Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur. Bundesweit zählt man über 150.000 Mitglieder, über 600 davon finden sich in der Ortsgruppe Grieskirchen. Was uns am meisten am Herzen liegt, das sind die Kinderarbeit. Das heißt, bei den Kindern haben wir zum Klettern, Kinderklettern, und da haben wir zwei Kategorien. Das heißt, die eine Kategorie ist das Spaßklettern, da können die Kinder einfach zu uns kommen, zweimal in der Woche, und die werden betreut und können klettern. Und die zweite Kategorie, was dabei ist, es gibt beim Klettern auch Wettkämpfe, internationale und österreichweit. Zudem werden für Kinder Skikurse und ein Rennen angeboten. Hier sind die Grieskirchner Kids unter den Top 10 in Oberösterreich. Für die Erwachsenen werden Skiausfahrten angeboten. Immer im Mittelpunkt aber steht die Liebe zur Natur. Dann haben wir noch das Bergwandern, was wir auch sehr, sehr, sehr forcieren, weil es ja die Hauptaufgabe der Naturfreunde sein soll, die Leute in die Natur zu bringen und den Leuten die Natur zu zeigen, wie schön es ist. Die Liebe zur Natur zeigt sich auch auf diesem Fitnesspfad, der von den Naturfreunden in Tausenden von Arbeitsstunden schon vor Jahrzehnten bei Grieskirchen angelegt wurde. Ob man jetzt nur in den Wald geht oder auf den Berg geht, zum einen zu sehen, den Leuten wieder beizubringen, zu sehen, wie schön die Natur ist. Und zum Zweiten, dass sie auch fühlen, wie gut die Erholung ist, wenn man sie in der Natur bewegt. Ob horizontal oder auch vertikal, Bewegung wird schon beim Nachwuchs der Naturfreunde großgeschrieben. Doch bevor es an die Steilwände der Alpen geht, heißt es erstmal, die 9 Meter hohe Kletterwand am Vereinsheim zu erklimmen. Es ist einfach, dass man in die Luft kommt, dass man sich anstrengt, einfach, dass man schon was tut und gleichzeitig oben ist einfach. Mir gefällt es einfach. Wenn man da aufgeht, hat man voll eine schöne Aussicht und man hat viel Spaß beim Klettern. Also du hast Vielfältigkeit, du kannst klettern, also mehrere Routen erklettern, und es ist immer wieder ein Erfolgserlebnis, wenn du dann die Wand schaffst, und das ist halt das Klasse dran. Ja, wir feiern uns einfach gegenseitig so an und so. Ja, wir halten auch immer zusammen als Team. Ja, ich freue mich jedes Mal, dass ich da hergehen darf. Und dann sehe ich die Freunde wieder, dann motivieren wir sie gegenseitig. Wir sind einfach ein super Team und der Heli ist auch unser cooler Trainer. Was für uns das Wichtigste ist, dass wir den Kindern das wieder beibringen. Und zwar in spielerische Art, und dass das mit den Kindern langsam mitwächst, dass sie dann als Erwachsene eben auch noch sich in der Natur bewegen. Dass Bewegung fit hält, beweist der Obmann selbst. Mit seinen 87 Jahren hat er allein in diesem Jahr schon 9000 Höhenmeter bewältigt. Und vor allen Dingen, was mir der Berg gibt, wenn man von ganz oben hinunterschaut, dann sind die Menschen so klein und die Häuser auch so klein. Und im selben Moment denken wir dann, die Probleme, die es im Tal gibt bei den Menschen, die werden natürlich dann auch so klein. Und daher bin ich so froh und komme immer ganz erholt und zufrieden, wenn ich vom Berg herunterkomme und zu Hause bin.